Moin, ihr Lieben. Ich bekomme im Laden immer häufiger die Frage, wie man denn überhaupt mit dem Häkeln anfängt und wie man dann Festmaschen vernünftig macht. Und ich habe mir gedacht, dann machen wir da mal eine kleine Reihe draus und ich zeige euch heute nochmal ganz von vorn, wie man die Festmaschen macht. Ich habe euch ja schon mal ein Video gemacht, wie man den Magic Ring startet. Das verlinke ich euch auch oben nochmal. Und wenn man hier die erste Runde beendet hat und das zusammengezogen hat, dann geht's los mit den Festmaschen. Und zwar müsst ihr dafür in dieses kleine V hinein. Also das ist immer hier, das und das bildet eine Masche. Und genau da müsst ihr mit der Nadel unten drunter durch, dass auch beide Rippchen auf der Nadel liegen. Und natürlich müsst ihr eure Schlaufe mitnehmen, also Schlaufe, bisschen Fadenspannung und dann unter diesen beiden Rippchen drunter durchgehen und dann einmal den Faden ziehen. Und jetzt ist es wichtig, macht ihr V-Maschen, macht ihr X-Maschen, also entweder geht ihr oberhalb des Fadens und zieht den durch und holt euch zwei Schlaufen auf die Nadel und zieht dann nochmal das Ganze durch. Oder ihr macht V-Maschen, dann geht ihr wieder unter die beiden Rippchen, ne, dass die beiden auf der Nadel liegen, und geht mit der Nadel unter den Faden einmal durch, mit dem Haken durchziehen. Dann habt ihr wieder zwei auf der Nadel. Und dann nochmal von unten den Faden holen und durch beide hindurchziehen. Und das ist im Prinzip schon alles. Wichtig ist dabei, dass ihr, wenn ihr startet, für euch für eine Richtung entscheidet. Also nicht in der ersten Runde den Haken von oben nehmen und in der zweiten Runde den Haken von unten nehmen. Dadurch wird das Maschenbild ungleichmäßig und das wollen wir natürlich nicht. Also wenn, dann immer aus der gleichen Richtung. Ich persönlich bin so ein Fan von so Pseudo-X-Maschen. Das heißt, ich ziehe von oberhalb und ziehe dann den Faden, aber von unterhalb. Das ist halt keine komplette X-Masche, sondern eine quasi eine halbe. Aber die gehen am allerschnellsten. Die ganze X-Masche wäre ja, dass man durch beide Schlaufen durchgeht, von oben über den Faden geht und dann nochmal von oben über den Faden durch beide hindurch. Und für mich ist das immer ein bisschen kompliziert und das geht nicht so schnell von der Hand. Deshalb gehe ich durch, hole die Nadel oberhalb des Fadens und gehe dann unterhalb und ziehe den Faden durch beide Schlaufen hindurch. Und das ist im Prinzip schon alles, was ihr für eine Festmasche haben müsst. Wichtig ist dabei, dass ihr immer durch beide Rippchen hindurch geht, weil wenn ihr hier nur durch eins durchstecht, das ist zum Beispiel das vordere Maschenglied. Das ist nur die Hälfte und dann bekommt man so eine kleine Rille da in seiner Häkelarbeit. Oder wenn man hier nur in den hinteren Teil einsticht und da eine Festmasche macht, dann bleibt der vordere Maschenteil vorne liegen und macht einen Rand. Kann gewollt sein, haben wir zum Beispiel bei den Häkelschäfchen häufig gemacht, dass man einfach nur in das hintere Maschenglied einsticht, um den Huf ein bisschen hervorzuheben. Aber grundsätzlich für eine normale Festmasche geht ihr durch beide Rippchen durch. Also dass hier immer zwei auf der Nadel liegen. Und dann durchziehen, dass zwei auf der Nadel liegen und noch einmal durchziehen. Wenn ihr in die Masche hineingeht und nur durch und gleich wieder durchzieht, dann habt ihr eine Kettmasche gemacht. Das wollen wir nicht. Wir wollen ja eine Festmasche machen, damit ein bisschen ein Aufbau entstehen kann. Also durch beide hindurch und durchziehen. Und das ist ganz wichtig. Also bei der Baumwolle kann man das sehr gut erkennen, wo diese beiden Maschenteile sind. Da hat man hier immer ein Streifen und noch ein Streifen. Bei Chenille ist das ein bisschen schwieriger. Da erkennt man das nicht so gut von oben. Man kann zwar erahnen, dass hier und da ein Maschenglied ist,
Aber so richtig sehen ist was anderes. Und da muss man dann auch manchmal ein bisschen Gefühl haben. Also hier bei dem Garn kann man das jetzt sehr gut sehen, weil hier unterhalb der Maschenglieder immer so ein kleines Loch entsteht. Ihr seht hier, das ist das Maschenglied. Und hier, da ist mein Loch, in das ich hineinstechen muss, also wo ich mit der Nadel durchgehe. Hat man aber auch nicht bei jedem Chenillegarn. Bei vielen ist das so flauschig, dass man es nicht erkennt. Da muss man dann ein bisschen fühlen. Also ihr fühlt das, wenn ihr mit der Nadel durchgeht, wo so ein Loch ist, wo man reinhaken kann. Und dann immer darauf achten, wenn ihr das auf der Nadel habt und man nicht genau wisst, dann könnt ihr es so ein bisschen auseinanderziehen und dann seht ihr, da habe ich jetzt zwei Rippchen drauf. Wenn ich jetzt nur hier vorne durchgehe, dann sieht man und das spürt man auch, dass hier nur ein Rippchen auf der Nadel ist. Und das ist der Unterschied zwischen vorderes und hinteres Maschenglied. Und da könnt ihr ein bisschen drauf achten. Und dann, wie gesagt, immer in das Maschenglied hinein, Faden durchholen, dass zwei auf der Nadel sind und dann noch einmal durchholen. Dann hat man eine Festmasche gemacht. Ich hoffe, das hilft euch ein bisschen weiter und ihr habt viel Spaß am Häkeln. Wir sehen uns beim nächsten Video und bis bald!